Hallo liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Afghan ist an. Ich bin Ihr Moderator Kai Sazai und unser Thema heute ist die Grenzen meiner Freiheit. Moderne Denkweise trifft auf konservative Denkweise. Heute haben wir wieder zwei Gäste hier und zwar zum einen die Frau Gita Jawadi, hallo, und zum anderen den Herrn Umid Qalanawi. Ich freue mich auch sehr, dass Sie gekommen sind. Guten Tag. Die Grenzen meiner Freiheit. Jean-Jacques Rousseau hat gesagt, dass die Freiheit darin nicht darin liege, dass der Mensch tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Frau Jawadi, wie würden Sie denn Freiheit definieren? Also Freiheit kann man eigentlich nicht so richtig definieren. Für jeden ist das ja was anderes. Aber für mich ist Freiheit halt, dass ich meine Meinung äußern kann, dass ich halt bestimmte Sachen selber entscheiden kann. So, das wäre für mich Freiheit. Wurden Sie denn eigentlich frei aufgezogen? Also jetzt? Wurden Sie eher konservativ aufgezogen oder eher frei? Also das heißt, konnten Sie tun und machen, was Sie wollten oder war es eher eingeschränkt? Naja, machen, tun, was ich wollte, war nicht, also nicht, nee, ich eher nicht. Okay. Bestimmte Dinge sind einfach, also wurde ich aufgezogen, dass es sich nicht gehört zu machen. Und aber bei bestimmten Sachen einfach schon wieder, aber ich durfte immer meine Meinung dazu äußern und mit mir wurde geredet halt. Okay. Das ist die, genau. Kann ich fragen, was Sie studieren? Also ja, ich studiere Maschinenbau, genau. Und da sieht man halt, dass ich in einer Männerdomäne bin. Aber das stört meine Eltern halt nicht, weil ich wirklich Interesse eher an der Maschinenbau hatte und aus keinen anderen Gründen da gegangen bin. Ja, interessant. Mhm. Die Frage würde ich gerne auch an Sie weiterleiten. Was ist denn für Sie Freiheit, Herr Qalanawi? Ja, für mich ist Freiheit in dem Sinne genauso wie bei der Frau Jawadi. Ja. Und zwar, dass ich meine Meinung frei äußern kann, dass ich tun und machen kann, was ich für richtig halte und nicht eingeschränkt bin durch bestimmte Menschen oder durch bestimmte Gruppen, die mir dann meine Freiheit annehmen und ich das machen darf und tun kann, was ich will. Mhm. Zählen deine Eltern noch so den bestimmten Personen, die dir das nehmen, nicht dürfen? Also, nee, also Geschwister, Familie? Nee, also ich würde sagen, ich bin halt für mich selber zuständig und meine Entscheidung selber zu fällen und dementsprechend muss ich mich für alles selber sorgen und nicht meine Familie und nicht meine Geschwister. Das ist die auch ein Teil meiner Familie sind, genau. Das ist sehr interessant. Sie haben direkt ihm leicht widersprochen. Sehen Sie denn in Freiheit Egoismus? Ja, natürlich sehe ich da so also ganz leicht Egoismus, weil dann ist man nur auf, also man achtet nur auf seine eigenen Bedürfnisse und vergisst man den Menschen außenrum. Und nach meiner Meinung nach, also wie ich aufgezogen bin oder wie ich bin, könnte ich das gar nicht. Also ich lege schon auch Wert auf anderen, beziehungsweise meistens auf meine Familie. Okay. Ja. Das heißt, die Frau Jawadi würde Opfer bringen. Generell, denken Sie, dass konservative Menschen opferungsbereiter sind? Wenn sie das jetzt so argumentiert, ist man dann halt opferungsbereiter. Aber ich selber bin in dem Falle nicht so. Ich würde mich jetzt nicht als Egoist bezeichnen, wenn ich nach meiner Freiheit kämpfe oder nach meiner Freiheit, was heißt kämpfen, dass wenn ich frei lebe und meine Entscheidung selber fälle und auch Sachen mache, die für mich halt richtig sind und zwar nicht für gewisse Leute nicht, so wie zum Beispiel wie jetzt bei der Frau Jawadi ihre Familie, da würde ich ihr halt nicht zustimmen, dass es so ist, dass die mir was vorschreiben müssten und ich muss danach dann leben. Also dieses Muss-Sein ist bei mir halt nicht so ausgeprägt, dass ich sage, ja, ich entscheide selber und mache, was ich für richtig halte. Ja. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber was mir direkt aufgefallen ist bei Ihnen, sind die Tattoos. Hat Ihre Familie eigentlich was dagegen gehabt oder hatten Sie die Freiheit, einfach so zu wählen, welche Tattoos Sie sich stechen lassen wollen? Ja, klar war das am Anfang, als ich die erste gemacht habe. Ja. Meine Eltern waren dann halt nicht erfreut gewesen, dass wir hätten, glaube ich, viele traditionelle Eltern nicht, was meine Eltern auch sind. Okay. Aber im Nachhinein habe ich weitere auch gemacht und das soll auch mehr werden. Und dementsprechend haben sie auch jetzt ihre Meinung dazu geäußert und lassen mich das frei machen, was ich will. Sprich, ich darf weitere Tattoos machen, wenn ich das für richtig halte und dementsprechend mache ich das dann auch. Mhm. Darüber hinaus würde ich gerne von Ihnen wissen, denken Sie, dass afghanische Tradition oder die afghanische Kultur, die man in Afghanistan auslebt, mit der nicht-afghanischen Kultur vereinbar ist? Kann man das kombinieren?
Sie fragen jetzt eine sehr schwere Frage. Oder ich leite gerne die Frage weiter an Sie, weil Sie haben. Sie waren, ja? Dazu auch äußern, es ist kein gern. Problem. Es ist halt so, dass ich während. Also ich bin gebürtiger Afghane, aber ich bin halt anders erzogen worden wie einige andere afghanische Mitbürger, die jetzt hier in Deutschland sind. Okay. Wir sind relativ offen und frei erzogen worden. Wir haben bestimmte Normen und Sitten beigebracht bekommen. Dennoch wurde uns das dann selber überlassen, wie wir uns dann entwickeln und Entscheidungen dann selber treffen. Da war jetzt nicht so ein Druck von den Eltern. Allein auch die Tätowierungen. Da war jetzt nicht so wie bei einigen anderen, dass sie dann ausgestoßen werden oder halt dann auch dann aus der Familie verbannt werden. War bei uns jetzt oder ist bei mir jetzt nicht der Fall. Okay. Also bei mir ist das auch nicht der Fall. Sie haben aber auch keine Tattoos. Nee, also das ist aber eine andere Sache, weil ich auch selber kein Fan von Tattoos jetzt bin, die ich mir machen würde. Waren Sie denn schon mal in Afghanistan in letzter Zeit? Ja, also ich bin ja auch dort geboren, war bis zu meinem 9. Lebensjahr da und dann danach direkt hier hin und dann jetzt die letzten Male auch da gewesen. Und welche Unterschiede sehen Sie eigentlich bei der, ich sag mal, Auffassung oder von der Definition von Freiheit, die die Afghanen dort haben und die Freiheit, die man hier auslebt? Wo sind da die Unterschiede? Also da gibt es eine Menge, aber ganz deutlich kann ich das mit einem Beispiel machen, und zwar die Meinungsfreiheit. Mhm. Die wird leider in Afghanistan nicht so ausgelebt wie hier. Hier ist man wirklich so, kann man wirklich seine Meinung sagen. Und in Afghanistan ist das leider so, also jetzt bei den Frauen noch ein bisschen extremer als den Männern, dass es oft so vorkommt, dass die Frauen halt ihre Meinungen wirklich dann meistens für sich behalten oder das erst gar nicht äußern. Okay, also würden Sie sagen, dass es Unterschiede gibt bei der Freiheit zwischen Mann und Frau in Afghanistan oder generell auch hier? Hier würde ich sagen, nein. Also hier ist jeder halt, wie gesagt, gleiche Rechte für alle. Und in Afghanistan, also ich kann ja nur das sagen, was ich mitbekommen habe oder erlebt habe, würde ich sagen, dass da halt so bestimmte Bereiche einfach anders aufgeteilt sind oder andere Vorstellungen haben, auch freiheitmäßig ein bisschen anders eingeschränkt als hier. Sehen Sie, ja? Ich würde nicht sagen, dass es hier anders ist. Also man bekommt es ja durch die Medien mit oder auch ich durch einige in dem Umkreis, dass die afghanischen Frauen hier auch nicht so eine gewisse Meinungsfreiheit haben, wenn sie in ihrem interkulturellen, also in der eigenen Gemeinschaft sind, dass sie halt nicht so viel sagen haben wie die. Ja klar, Ausnahmen gibt es ja immer, aber ich finde trotzdem, dass es in Afghanistan noch extremer ist als hier. Also hier gibt es schon viele Frauen, die wirklich zur Schule gehen, studieren und ihren Beruf machen. Zum Beispiel sowas kommt in Afghanistan weniger vor. Dass man wirklich dann da studiert, wo man es auch wirklich will. Weil da halt Maschinenbau als Frau, ich glaube, da würde dich keiner fast unterstützen, so in Mena Domina als Frauen da irgendwie was zu machen. Fühlen Sie sich, Herr Kalanowi, hier eher freier als in Afghanistan? Ich kann das leider jetzt nicht sagen, wie das in Afghanistan wäre. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt so, wie ich jetzt hier sitze, in Afghanistan rumlaufen könnte mit den ganzen Tätowierungen und wie ich gekleidet bin und oder den Beruf, den ich halt jetzt ausübe und studiert habe, könnte ich, glaube ich, in Afghanistan nicht machen. Und ja, ich würde nicht sagen, dass ich dann frei wäre als Persönlichkeit, als Mensch. Würden Sie sagen, dass Männer in Afghanistan mehr Freiheiten haben als hier? Das ist eine schwierige Frage. Ich bin ja kein Mann, ich habe das nicht von deren Seite jetzt gesehen, ich habe das jetzt nur von Frauen. Aber die haben auch bestimmte, also so frei. Also, wenn ich da unterbrechen darf. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass viele afghanische Männer, dass es komplett normal ist, dass man mehrere Frauen haben darf, dass man, ja, das ist, wenn man eigenen Frauen betrügt, das klar, irgendwo wird das negativ angesehen, aber bei weitem nicht so negativ wie hier. Ja klar, das ist der eine Punkt halt, wo in Afghanistan, wenn ein Mann mehrere Frauen hat, wird das als manchen, also fast schon selbstverständlich angesehen. Aber wenn eine Frau mit zwei Männern oft auch, das ist dann ja ein wiederum ein Tabuthema. Was mich brennend interessieren würde, die Afghanen, unter anderem wir jetzt auch, wir leben ja hier, wir sind zwar in Afghanistan geboren, sind aber hier aufgewachsen. Wir sind zwischen zwei Kulturen aufgewachsen, die verschiedene Formen von Freiheiten haben. Was würdet ihr bevorzugen? Vielleicht fangen wir bei Ihnen an? Ja, also ich würde halt auch so, wie ich erzogen wurde, genauso würde ich auch meine Kinder erziehen, dass gewisse
so beide Kulturen aufeinander treffen zu lassen und dann die Kinder zu entscheiden, zu welcher Seite oder wo, ob man sich für irgendeine Seite entscheiden muss oder nicht. Ich zum Beispiel habe das so gemacht, dass ich beides miteinander kombiniert habe und das Beste aus beiden Kulturen rausgesaugt habe und dementsprechend auch lebe. Genau. Denken Sie nicht, dass dadurch die eigenen Wertvorstellungen verloren gegangen sind? Dass er jetzt also er hat ja zwei Kulturen miteinander quasi kombiniert und das Beste sich ausgesucht, aber denken Sie nicht, dass da vielleicht bestimmte Moralvorstellungen, Wertvorstellungen verloren gegangen sind? Nee, das glaube ich nicht. Also ich finde, solange, also ich würde auf jeden Fall auch so ein Mittel, also nicht komplett für eins mich entscheiden. Ich würde aber meine Kultur und Traditionen nicht vergessen, auf jeden Fall an meine Kinder weitergeben und auch hoffen, dass sie das dann auch teilweise so mitnehmen und nicht komplett aufgeben. Mhm. Also so ganz würde ich jetzt sie auch nicht die Freiheit geben. Also was heißt Freiheit geben? Ich würde jetzt nicht komplett alles vergessen und sagen, okay, die sind jetzt hier geboren, können so leben, wie sie wollen und so. Nee, für mich würde das nicht in Frage kommen. Ich wurde anders aufgezogen und es gehört sich einfach, ich würde mich falsch finden. Also es ist einfach, es gehört dazu. Würden Sie, Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Sie die Kulturen kombinieren würden. Ist für Sie Freiheit gleichzusetzen mit Freizügigkeit? Jetzt, in welchem Bezug meinen Sie das jetzt? Jetzt zum Beispiel klamottentechnisch. Genau, könnte Ihre Tochter oder Ihre Frau so rumlaufen, wie sie möchte? Klar, sie ist für sich selber halt zuständig und natürlich, sie hat die Freiheit, das zu entscheiden, was sie für richtig hält. Sprich, sie kann sich so anziehen, wie sie es für richtig hält. Und ich wäre dann auf keinen Fall derjenige, der sie dann davon abwägen würde. Auf keinen Fall, nee. Würden Sie sagen, dass Freiheit mit Freizügigkeit verbunden ist? Nee, eigentlich gar nicht. Also okay. Ich meine, ich kann auch komplett mich bedecken und trotzdem Freiheiten haben. Das hat ja überhaupt nicht damit zu tun. Womit hat das dann zu tun? Also es hat mit den Handlungen oder mit Dingen, die man macht, eher zu tun. Ich würde sagen, ich würde zum Beispiel ein Mensch, ich gehe nicht feiern, ich wurde so aufgezogen, dass ich bestimmte Uhrzeit halt als Mädchen halt zu Hause sein soll, weil es meine Familie, die schlafen nicht, bis ich nicht zu Hause bin. Ja. Und wenn ich jetzt mich komplett anziehe zum Beispiel und trotzdem feiern gehe und so, dann ist das halt so eine, das hat ja nichts damit zu tun, dass es diese Freiheiten dann eingeschränkt sind. Ich kann ja trotzdem bedeckt feiern gehen. Das ist dann wiederum, bin ich ja frei, also kann tun, was ich möchte, trotzdem bedeckt sein. In dem Fall, du bist ja nicht so frei, dass du zum Beispiel mal abends später nach Hause kommst und du das eigentlich gar nicht von der Familie aus darfst. Ja, ich habe das jetzt auf den Klamotten bezogen. Auf den Klamotten? Genau, also man kann ja bedeckt sein und trotzdem seine Freiheiten haben. Das heißt ja nicht nur, weil ich kurze Sachen anziehe, heißt es, dass ich ein Mensch bin, der viel Freiheiten hat. Oder keine Einschränkungen hat. Würden Sie eigentlich Ihren Kindern die Erlaubnis geben, dass sie ihn vor der Ehe einen Partner haben dürfen? Sprich, einen Freund im Teenageralter oder eine Freundin? Sagen wir so, ich im Teenageralter nicht, weil es ist halt, wenn man so jung ist, weiß man noch gar nicht, man muss erstmal sich finden. Mhm. Im späteren Alter würde ich was ich gar nicht ab kann, wenn es versteckt unter meinem Rücken passieren würde. Okay. Also ich sollte von der Sache erfahren und ich sollte den Menschen auch kennen. Also ich bin nicht so, also ich würde es nicht so machen, dass ich sie zwinge, jemanden zu heiraten. Ich will schon die Möglichkeit geben, ihre Meinung dazu zu äußern, aber so im jungen Alter eher nicht. Dieselbe Frage an Sie? Aber Sie wollten, man lernt ja halt durch die Erfahrung, die man sammelt. Und man geht ja von Beziehung zu Beziehung, dient ja dafür da, um sich auch teilweise selber kennenzulernen. Sprich, es ist klar, dass man halt im jungen Alter ganz anders an eine Beziehung reingeht, als wenn man halt etwas später und älter ist. Und warum sollen Sie dann, oder ich darf es ja nicht mehr sagen, sorry. Warum wollen Sie für Ihr Kind entscheiden? Ihr Kind ist doch für sich selber zuständig und kann gewisse Sachen ja selber entscheiden. In dem Falle, mit wem er zusammen sein will und mit wem er nicht zusammen will. Das heißt, Sie würden Ihre Kinder sich das Recht und für das Kind zu entscheiden. Also Sie würden Ihren Kindern die Erlaubnis geben, dass sie einen Freund haben dürfen oder eine Freundin? Klar, also ich durfte eine Freundin haben und ich weiß nicht, warum ich das meinen Kindern verbieten sollte, eine Freundin zu haben oder einen Freund. Also ich finde in dem jungen Alter, also ich halte es einfach nicht für richtig.
Es ist noch zu jung, der weiß so vieles nicht. Und dadurch, dass ich selber in dem Alter und aufgezogen wurde und meine Eltern mich aufgezogen mit bestimmten Ratschlägen oder mit mir viel geredet haben, finde ich, dadurch, dass ich das Kind auf die Welt bringe, kann ich ja auch trotzdem meine Erfahrungen oder meine Meinungen ja weitergeben und sie belehren. Natürlich kann ich sie davon ja nicht abhalten oder zwingen, sagen, okay, ich sperre dich jetzt ein, weil es anders nicht geht. So, das kommt nicht in Frage, aber ich würde so viel wie möglich mit ihr reden und so viel wie möglich dafür sorgen, dass es halt nicht passiert, aber halt im gesunden Rahmen. Genau. In dem Fall würde ich dann halt so sagen, dass sie ja nicht mit dem zusammen sind, mit demjenigen, dem ihr Kind zusammen ist. Woher wollen sie das Recht nehmen, zu entscheiden, ob der richtig ist für ihr Kind? Das ihr ist Kind interessant. Erlebt nur was ganz anderes mit dem Partner als der Partner mit ihnen. Also wenn sie das Elternteil. Herr Kalanami, würden Sie sagen, dass sie dadurch sehr egoistisch handelt, indem sie die Freiheit von ihrem Kind nimmt, ja, dass sie also sich einen Partner aussuchen darf oder nicht? Nee. Sie entscheidet für das Kind und ich weiß nicht, woher sie sich das... Sie schränkt die Freiheit des Kindes ein. Ich nehme ja die komplette Entscheidung nicht des Kindes. Das ist ja nicht so. Ich sage ihr, was richtig wäre oder was in meinen Augen richtig ist. Sie darf ja trotzdem ihre Meinung dazu äußern. Okay. Also das heißt ja nicht, dass ich sage, nee, geht nicht und Punkt, aus, nee, vorbei. Sie gesagt haben, dass Sie halt für das Kind mitentscheiden wollen. Ja, natürlich will ich. Es ist ja mein Kind. Ich will das Beste für mein Kind. Ist doch klar, dass ich dann da... Sie wissen ja gar nicht, was das Beste für Ihr Kind ist. Ja, aber ich habe eine bestimmte Vorstellung. Ja, die Vorstellung... Wenn ich kurz intervenieren darf. Würden Sie sagen, dass die Eltern vielleicht doch dafür sorgen würden, dass die Freiheit von einem selbst eingeschränkt wird? Ich meine, haben die Ihre Eltern vielleicht Ihnen die Freiheit etwas verweigert? Also ich finde überall, egal wie viel Freiheit du hast, es hat seine Grenzen. Ja. Und wie du halt, die Kultur und die Tradition spielt ja auch eine Rolle und du wirst damit aufgezogen. Und wenn du mit einer Sache aufgezogen bist und... wenn du damit leben kannst und für dich das okay ist, dann ist das halt, dann kommst du damit klar und du hast kein Problem damit. Deswegen bestimmte Freiheiten oder bestimmte Dinge, die ich nicht durfte, na klar, haben sie es gesagt. Aber es gibt auch Dinge, die ich ausprobierte und daher bereut habe, dass ich es gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, oh, die hatten doch recht gehabt. Es ist ja trotzdem... Ja, in dem Fall wurden sie ja eingeschränkt in ihrer Freiheitsbedürfnisse. Ja. Und die Fehler haben sie gemacht und sie haben daraus gelernt, es doch positiv anzumerken, oder? Bevor sie keine Fehler machen, können sie auch nicht aus den Fehlern lernen. Das ist richtig. Das ist ja auch nicht so, dass ich komplett jetzt über meine Kinder entscheiden würde, was sie jetzt den nächsten Schritt machen würden. Bestimmte Dinge macht man einfach in bestimmten Situationen und handelt man. Aber wie gesagt, ich würde ihnen trotzdem noch die Kultur oder die Tradition, so wie ich aufgewachsen wurde, an denen weitergeben. Ich würde das nicht... Könnt ihr ja gerne machen. Also Herr Kalani, ich habe ein bisschen rausgehört von der Frau Jawadi, dass Leute, die sehr freiheitsliebend sind, dass sie schon dazu tendieren, etwas egoistisch sich zu verhalten. Mich würde es interessieren, waren Sie eigentlich oder sind Sie generell ein egoistischer Mensch? Das heißt, schauen Sie über die Köpfe der anderen hinweg und treffen irgendwelche Entscheidungen, Hauptsache, dass Sie glücklich sind? Es kommt drauf an, in was für eine Situation man ist, aber ich würde nicht sagen, dass ich ein Egoist bin. Ich bespreche einige Entscheidungen, ich will auch niemandem zuleide tun, gar nichts. Also es sollte jeder zufrieden sein in dem, was ich mache. Aber hauptsächlich geht es im ganzen Leben um mich, wie ich mich dann halt und womit ich mich dann wohlfühle. Mhm. Na klar berücksichtige ich einige Sachen, die anderen schädigen würden oder Schaden ersetzen. Ja. Das würde ich dann halt vorwegnehmen und würde ich es gar nicht machen. Aber im Großen und Ganzen geht es hauptsächlich, hier ist es mein Leben und es geht halt um mich. Das heißt, die individuelle Entfaltung steht für Sie im Vordergrund? Definitiv, ja. Das ist auch der Sinn des Lebens für mich, finde ich, dass man sich entfaltet und das macht, worauf man halt so jetzt Lust hätte ich hat. Gern, gesetzt im Fall, Sie heiraten, Frau Jawadi. Ja. Ihr Mann sagt Ihnen auf einmal, ja, weißt du was, ich möchte gerne, dass du zu Hause bleibst, die Kinder erziehst, ich gehe arbeiten, ich sorge für uns. Wäre das für Sie okay? Punkt ist, dass ich das selber für richtig halte. Also ich finde, wenn das Kind auf die Welt gebracht wird, will ich ja natürlich so viel Zeit wie möglich mit meinem Kind verbringen. Der Vater natürlich auch, aber schließlich muss ja einer arbeiten. Da schon von vornherein, wenn das Kind auf die Welt kommt, ist das ja an Mutter gebunden erstmal. Mhm. Daher würde ich das dann auch erstmal übernehmen. Es kommt halt, dann würden wir es auch so.
wollen Sie dann gar nicht mehr arbeiten? Und nee, das habe ich nicht gesagt. Okay. Also ich würde die erste Zeit ist jetzt ja auch angebracht, aber da gibt es ja auch ich würde auch später, nee, also ich bringe nicht Kinder auf die Welt, damit anderes erziehen. Das, nee, wäre kein, das ja würde keinen Sinn machen. Die Erziehung liegt ja im Großen und Ganzen in Ihrer Hand, wie Sie das Kind dann erziehen, weil das ja vormittags, wo Sie arbeiten und dann nachmittags das Kind dann halt in der Gemeinschaft mit anderen Kindern ist und die wachsen dann auch viel sozialer auf. Ich würde das dann halt nicht so hinnehmen, wie Sie das da jetzt argumentiert Herr Kalanoi, haben. Würden Sie sagen, dass Sie vielleicht Ihre Kinder unter Umständen falsch erziehen könnte, wenn Sie jetzt die ganze Verantwortung des Kindes in die eigene Hand nimmt? Das heißt, dass Sie den eigenen Kindern die kulturellen Aspekte beibringt, aber nicht die Aspekte der Gesellschaft, in der sie lebt? Wie Sie schon meinen, jetzt, wenn man in einer anderen Gesellschaft lebt als in der afghanischen, ja. Das tun wir auch alle hier. Wir gehen hier zur Schule, wir studieren hier, wir haben interkulturelle Freunde, seien es Deutsche oder Nicht-Deutsche. Sprich, wir wachsen mit unterschiedlichen Menschen auf. Und das ist total schwer für das Kind dann auch, dann sich zu integrieren, wenn er nur einseitig dann erzogen wird, sprich afghanisch. Mhm. Und nicht offen ist für andere. Dann ist er dann eingeschränkt und ist dann halt im Hintergrund. Das und ist der Außenseiter in einer Gemeinschaft. Nee, dann kann nee, sich davon da habe ich auch gar nicht geredet. Ich meinte jetzt nur, dass die ersten paar Jahre des Kindes, dass ich sie aufziehe. Natürlich wird mein Kind wie alle anderen Kinder Kindergarten gehen, Schule besuchen. Okay, ich will sie ja nicht, bis sie irgendwann, was weiß ich, wie viel alt ist, und alleine zu Hause unterrichten oder so. So habe ich nämlich nee. Vor. Also würden Sie sagen, dass man sich seiner Umgebung anpassen sollte oder doch lieber die Tradition bewahren muss, also bewahren sollte? Der Umgebung anpassen gehört sich jetzt ein bisschen negativ waren, aber in gewisser Hinsicht ist das so, dass man Sachen tut und macht, die der Gemeinschaft halt nützlich ist, sprich man lebt mit denen zusammen, man integriert sich. Aha. Wieso haben Sie sich denn nicht angepasst? Ich habe mich doch angepasst. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich komplett mich nicht an, also so ganz komplett kann ich mich über, also wie soll ich erklären, also ich könnte mich jetzt nicht wie eine Deutsche hier in Deutschland komplett anpassen. Das geht einfach nicht, weil ich einfach halt, wie gesagt, meine Kulturen traditionell noch in mir trage. Aber was hält Sie denn an Ihrer Kultur fest? Was ist, welchen Schatz oder welchen Wert sehen Sie denn in meine der Kultur? Meine Familie, dieses Zusammenhalt, okay. Mit denen diese leben und alles, das ist was Besonderes und das will ich nicht hergeben. Deswegen bin ich halt angepasst, aber gibt bestimmte Punkte auch nicht auf von unserer eigenen Kultur oder Tradition, weil ich halte die für wichtig und ich habe da nie jetzt ein Problem damit gehabt und deswegen ist das für mich halt einfach mal auch so weiterzumachen. Meine Familie ist mir auch dementsprechend wichtig und ich bin trotzdem angepasst und lebe sehr deutsch und auch ich lebe auch ganz normal, also es ist ja nicht so, dass sagen, ich anders also, lebe. Dass sie dann gewisse Sachen dann nicht, sich nicht anpassen wollen, wegen der Familie. Ich passe mich nicht an, weil es halt, wie gesagt, ich würde mich falsch fühlen in dem Punkt. Also es gibt bestimmte Punkte, die von mir als Tochter oder Schwester, bestimmt wahrscheinlich als Frau erwartet wird. Dann will ich halt nicht dafür sorgen, dass diese Leute enttäuscht werden oder so. Es gibt bestimmte Punkte, manchmal muss man einfach Verantwortung übernehmen und über seine eigenen Bedürfnisse auch einschränken. Es geht ja nicht immer nach meinen Bedürfnissen. Das würde auch nicht hinhauen. Dann also, stecken Sie ein, um die anderen, um sich dann glücklich zu machen, sprich naja, in dem seiner Familie. Das heißt Opfer bringen. Sie würden lieber Opfer bringen, als dass Sie sich individuell entfalten würden. Ja, bei bestimmten Punkten ja. Und bei bestimmten Punkten gibt es auch eine andere Lösung, dass man so einen Mittelpunkt findet oder dass man das irgendwie anders erklärt. Aber also immer sehen Sie nur quasi in den Herrn Kalanoi einen Egoisten? Natürlich, wenn er sagt, dass er also wenn er sagt immer, dass er immer sich jetzt alles das macht, worauf er Lust hat und den anderen so ab und zu, wie er das gesagt hat, drauf hingucken, hört sich für mich schon langsam so an. So ab und zu heißt ja nicht immer, dass er immer Rücksicht auf den anderen nehmen würde. Also für mich spielt das eine große Rolle, auch mit anderen, mit denen ich lebe oder die Menschen mit mir und meine Umgebung auf den Rücksicht zu nehmen. Das ist einfach so und manchmal muss man einfach einstecken. Das gehört dazu. Also ich würde mich nicht als Egoist bezeichnen. Definitiv nicht. Das können Sie auch nicht jetzt so. Oder? Nein, ich meine jetzt das, so was ich jetzt gehört habe. Gesagt, das ja. Das halt etwas herauskitzeln genau. Wollen. Aber genauso könnte ich Sie fragen. Würden Sie sie als eine Person sehen, die keine eigene Meinung hat, die einfach so mit sich ergehen lässt, was andere von ihr wollen? Oh. Genau, so ist das dann halt. Sie haben keine, Sie haben ja am Anfang auch gesagt, dass Sie halt Freiheit in dem einsehen, dass Sie Ihre Meinung äußern ja, das können tue ich immer. Und für sich selber entscheiden können. Ja.
Ja. Aber im Grunde ist das dann halt ja nicht so, dass sie ja durch die Familie beschränkt Warum? Sind. Ich kann trotzdem Weil meine Meinung äußern in der Familie. Gehen wir mal von der Meinung weg. Es geht um die Lebensweise. Könnten Sie einfach so Alkohol trinken? Es wird zwar etwas von der Gesellschaft verachtet, obwohl manche das tun. Oder würden Sie irgendwelche Rauschmittel, Drogen, sonst wie nehmen? Hauptsache, Sie haben dieses also, Gefühl. Ich bin noch nie, also wie soll ich sagen, ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich es machen wollte. Sie hatten nie das Verlangen gehabt? Nee, hatte okay. ich nicht. Wie gesagt, also wenn ich es nicht habe. Und natürlich haben meine Eltern gesagt zu mir, dass es sich nicht gehört und okay. so. Und ich habe auch, jetzt mittlerweile weiß ich auch, dass Rauchen schädlich ist, Alkohol okay. genauso. Daher stört mich das gar nicht. Also es ist schon... Okay. Ja, aber sie verpassen dann halt diesen Spaßfaktor. Wenn Und was nicht ist daran trinken. So Spaß, irgendwas zu trinken, wenn ich es, also wenn ich kein Verlangen dazu habe, dann habe ich auch keinen. Ich kann auch Spaß haben ohne Alkohol. Und das kann ich sie sehr gut. Das ja nicht, wir weichen ein bisschen vom Thema ab. Ich würde gerne von Ihnen wissen, Herr Kalanavi, wie viel Freiheit ist denn für Sie und okay? Oder und ab wann wird sie denn gefährlich? Oder sehen Sie gar keine Gefahr bei der Freiheit, bei der Auslebung des eigenen Lebens? Man muss sich selber finden, man sucht nach dem Sinn des Lebens und da ist man halt auf Freiheit, da ist halt die Freiheitsfrage, man geht so lange, bis man halt niemanden wehtut, das ist dann halt um die Freiheit, wo man dann die Freiheit entnommen wird. Das heißt, Sie, Sprich, wenn man das als Radius sehen würde, Sie würden das so weit ausdehnen, bis Sie jemanden schaden könnten? Und so weit soll es ja nicht kommen. Nein, okay. so weit soll es nicht kommen. Also ich weiß ja auch nicht, was Sie unter Schaden, was Sie unter Schaden verstehen. Das ist dann halt jedem selber Hauptsache, überlassen. Hauptsache, Sie schränken nicht die Freiheit von anderen ein. Ja, ich lasse meine Freiheit nicht von anderen einschränken. Und für mich ist Freiheit viel, dass ich halt machen kann, dass ich abends zum Beispiel rausgehen kann und niemand mir vorgibt, wann ich zu Hause sein okay. soll, weil ich das gewisse Alter erreicht habe, hier in Deutschland mit 18 machen darf, wo ich dann auch dann... Aber würden Sie auch Ihren Standpunkt verstehen? Also können Sie Ihren Standpunkt verstehen, wenn sie sagt, Freiheit ist mir nicht so wichtig, wie dass ich meine Familie glücklich machen kann, meine zukünftigen Kinder, meinen zukünftigen Mann? Nee, das kann ich auf keinen Fall so jetzt hinnehmen, weil ich das ganz anders sehe. Mhm. Weil ich, wie wir am Anfang schon gesagt, dass ich meine Freiheit darin besteht, dass ich nicht eingeschränkt werde durch bestimmte Leute. Und sie ist dann halt eingeschränkt und das verstehe ich eigentlich nicht. Und können Sie so jemanden verstehen, der halt Nein, gerne sein nicht, Leben auslebt? Ich weiß, ja, fühlst du dich überhaupt dann gebunden? Aber wisst ihr, was ja. das Interessante an der ganzen Sache ist? Das hat mit Binden zu tun, wenn das Interessante an der ganzen Sache ist, dass ihr zu Beginn dennoch dieselbe Definition von Freiheit genannt habt. Obwohl ihr euch am Ende unterscheidet, was eure Meinung angeht. Man kann frei leben, schön und gut, aber man sollte darauf aufpassen, welche Konsequenzen folgen können. Man sollte die eigene Freiheit ausnutzen können, ausleben können, aber es ist sehr wichtig, inwiefern man damit andere Freiheiten eingrenzt und wen man damit verletzen kann. Du lebst dein Leben aus, so wie du willst, und deine Eltern akzeptieren das. Das heißt, du schadest denen nicht. Ja, du aber weißt, ab welchem Zeitpunkt du deiner Familie Schaden fügen kannst und weißt, wo die Grenzen sind. Ja. Das sind beide richtig gute Formen der Auslebung von Freiheit und ihr wisst auch, was ihr macht. Aber viele da draußen wissen es nicht. Gut, das war's heute mit der Folge von Afghanistan. Dieses Thema ist sehr interessant, finde ich, und deshalb wird daraus ein Zweiteiler gemacht. Das heißt, nächste Woche werden die Rollen getauscht. Dann haben wir einen konservativen Herrn und eine moderne Dame hier in unserer Talkrunde. Wenn Sie Gast bei uns sein wollen, können Sie sich wie immer bewerben, und zwar unter info@afghanpeacemaker.de. Sie können auch sich auf unserer Homepage bewerben, www.afghanpeacemaker.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie hier zu Gast sein werden. Vielen Dank, Frau Gita Jawadi, dass Sie heute hier waren, und auch an Ihnen, Herr Kalanavi. Ich danke Ihnen vielmals. Danke für die Einladung. Ich darf hier. Ich bedanke mich vielmals auch bei Ihnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben, und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Vielen Dank.